Bauern stellten im vormodernen Europa immer etwa 90 bis 95% der Bevölkerung. Bäuerliches Leben war die normale Existenz fast aller Menschen und ihre Arbeit ernährte alle anderen. Trotzdem liegt der Fokus der meisten Darstellungen mittelalterlichen Lebens auf dem malerischeren Leben der Ritter und Fürsten auf ihren Burgen oder der Mönche, Bischöfe und Päpste in ihren Klöstern und Palästen. Wenn das Leben der bäuerlichen riesigen Mehrheit der mittelalterlichen Bevölkerung so viel weniger Interesse und Beachtung findet, dann einerseits, weil man sich häufig als monoton und uninteressant, andererseits, weil man sich als statisch, ohne Entwicklung vorstellt. Ein bäuerliches Leben scheint immer gleich gewesen, es scheint geschichtslos zu sein. Das aber ist eine ganz falsche Vorstellung. Die bäuerlichen Lebensverhältnisse haben sich im Laufe des Mittelalters mehrmals drastisch verändert. Die Welt der europäischen Bauern im Frühmittelalter sieht ganz anders aus als im Hochmittelalter und im Hochmittelalter ganz anders als im Spätmittelalter. Schauen wir uns die chronologische Entwicklung etwas näher an. Der Feudalismus hatte sich bereits im Römischen Reich abgezeichnet. Als in den ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderten die großen römischen Eroberungskriege endeten, geriet das System der antiken Sklavenwirtschaft in eine Krise. Die römischen Großgrundbesitzer hatten ihren Nachschub an Sklavinnen bisher aus zwei Quellen bezogen. Erstens aus den Massen von Kriegsgefangenen, die nach jedem neuen Eroberungskrieg als Sklavinnen verkauft worden waren. Andererseits von Sklavenhändlerinnen, die private Raubzüge im ganzen Mittelmeerraum unternahmen, um Menschen einzufangen und in Italien als Sklavin zu verkaufen. Beide Optionen begannen ab dem 1. Jahrhundert nach Christus langsam wegzufallen. Dadurch, dass das Imperium den gesamten Mittelmeerraum annektierte und in römische Provinzen umwandelte, stand nun dessen gesamte, zwar nicht zu römischen Bürgern, aber doch zu Untertanen des Reiches gewordene Bevölkerung unter dem Schutz der römischen Gesetze und durfte nicht mehr einfach gekidnappt und in die Sklaverei verkauft werden, wie es bisher mit nicht reichsangehörigen Personen legal gewesen war. Andererseits wurden, als das Reich langsam eine gewisse territoriale Sättigung, ja Überdehnung erreicht hatte, auch immer weniger Kriegsgefangene gemacht, die Sklavenmärkte hätten füllen können. Die Kriege Kaiser Trajans auf dem Balkan und im Mittleren Osten zu Beginn des 2. Jahrhunderts nach Christus waren die letzten großen römischen Eroberungskriege. Es kamen also immer weniger neue Sklavinnen auf den Markt und folglich wurden Sklavinnen seltener und teurer. Die Zeit der stets massenhaft verfügbaren Billigsklaven war vorbei. Immer teurer werdende Sklavinnen einzukaufen, um sie als unqualifizierte Arbeitskräfte auf Plantagen einzusetzen, wurde für die römischen Grundbesitzer also immer weniger rentabel. Auf diese Entwicklung reagierten die Sklavenhalter auf zwei Arten. Einerseits, indem sie ihre kostbarer gewordenen Sklavinnen pfleglicher behandelten und sie zu höherer Produktivität zu motivieren versuchten. Ab dem 1. Jahrhundert nach Christus wird es üblich, dass die Mehrheit aller Sklavinnen, wenn sie immer brav und fleißig waren, nach einigen Jahrzehnten freigelassen werden. Diese Perspektive, nach einiger Zeit ein freier Bürger werden zu können, wenn man sich als Sklave gut bewährte, sollte ein Anreiz für die Sklavinnen sein, möglichst produktiv und vorbildlich zu arbeiten. Gleichzeitig wurden die Lebensbedingungen der Sklavinnen verbessert. Sie durften jetzt für den Tag der ersehnten Freilassung Geld sparen und Sondereigentum besitzen, das sogenannte Peculium. Und Sklavinnen körperlich schwer zu misshandeln oder gar zu töten, wurde gesellschaftlich geächteter und war ab dem 2. Jahrhundert nach Christus schließlich auch gesetzlich verboten. Seit Sklavinnen rar und teuer wurden, konnte man sie nicht mehr als einen Wegwerfartikel behandeln wie in der späten Republik, sondern musste darauf achten, ihre Lebenserwartung und ihren Gesundheitszustand zu steigern. Das alles war aber nur Symptombehandlung. Revolutionär war dagegen eine andere Antwort auf die Krise der Sklavenwirtschaft. Der Übergang von der Sklavenwirtschaft zu einem ganz anderen Wirtschaftssystem, dem sogenannten Kolonat. Kolonat bedeutet, dass ein Großgrundbesitzer seine Ländereien nicht mehr als einheitlich geführte Plantage von einem Heer kasernierter Sklavin bearbeiten lässt, sondern sein Land in kleine Parzellen aufteilt, die jeweils eine Familie persönlich freier bäuerlicher Pächter, den sogenannten Kolonen, übergeben werden.
Diese Kolonen bewirtschaften ihr Landstück in Eigenregie und zahlen dem Grundbesitzer für dessen Nutzung eine regelmäßige Pachtgebühr, entweder in Form von Geld oder in Form eines bestimmten prozentualen Anteils der Ernte. Sklavinnennachschub mochte seltener und teurer werden, aber arme Freie, die liebend gerne eine Landparzelle pachten wollten, gab es reichlich. Und noch dazu hatten die ein viel größeres Interesse als Sklavinnen daran, das Land so intensiv wie nur möglich zu bearbeiten. Denn je fleißiger sie arbeiteten, desto stärker stieg ihr eigener Lebensstandard. Solche Kolonenwirtschaften hat es hier und da bereits in der späten Republik gegeben. Aber in der mittleren und späten Kaiserzeit wurden sie nun zur vorherrschenden Wirtschaftsform im ganzen römischen Europa. Und nun veränderte sich auch der Charakter des Verhältnisses zwischen Pächter und Grundherr. Dieses Verhältnis war natürlich von Anfang an ein ungleiches gewesen. Der Grundherr war der Ausbeuter seiner Pächter. Aber der Pächter blieb juristisch ein freier Mann. Das Kolonatsverhältnis war ein rein privatwirtschaftliches Vertragsverhältnis, das man auch wieder beenden konnte. Diese Freiheit der Pächter wird aber mehr und mehr zu einer Fiktion und in der Spätantike dann noch formell aufgehoben. Kaiser Konstantin der Große erlässt im frühen 4. Jahrhundert nach Christus ein Gesetz, wonach Kolonen an die Scholler gebunden werden, ihre Bauernstelle ohne Einwilligung ihres Grundherrn nicht mehr aufgeben und im Falle einer Flucht wie Sklavin gefangen und in Ketten zurückgebracht werden dürfen. Von freien Pächtern sind die Kolonen damit de facto zu Leibeigenen geworden. Diese Entwicklung wird auch dadurch betont, dass der einzelne Bauer und der Staat jetzt nicht mehr in einem direkten Verhältnis zueinander stehen, sondern der Grundherr als Zwischeninstanz mit hoheitlichen Befugnissen dazwischen tritt. Nicht mehr der einzelne Bauer zahlt Steuern an die staatlichen Finanzbehörden, sondern der Grundherr zahlt pauschal für die Bewohner seiner gesamten Ländereien und treibt das Geld dann seinerseits bei seinen Bauern wieder ein. Gleichzeitig werden die großen Landgüter aus dem Verwaltungsbereich der Städte herausgetrennt und zu eigenen Verwaltungseinheiten, in denen der Grundherr gewisse polizeiliche und juristische Befugnisse gegenüber seinen Bauern ausübt. Der Grundherr ist jetzt also nicht mehr nur der ökonomische Ausbeuter der Kolonen, er wird auch administrativ und politisch zu ihrem Herrn und Unterdrücker. Im spätrömischen Reich des 4. und 5. Jahrhunderts nach Christus hat das Kolonat sich also bereits zu einer Art Feudalgesellschaft im Embryonalstadium entwickelt. Als der Westteil des Reiches im Zuge der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert zerfällt und von einer Reihe germanischer Königreiche ersetzt wird, ändert sich an diesem Gesellschaftssystem kaum etwas fundamental. Der Stammesadel der germanischen Eroberer passt sich nicht nur Kultur und Sitten der etablierten romanischen Großgrundbesitzer an, sondern fügt sich auch bereitwillig in ihr soziales System. Die germanischen Adligen beschlagnahmen einen Teil des Landes und werden dort selbst zu Grundherren, die die Kolonen für sich arbeiten lassen. Germanische und romanische Großgrundbesitzer verschmelzen zu einer gemeinsamen Klasse von Feudalherren. Die größte Veränderung, die die germanischen Invasionen mit sich bringen, besteht darin, dass sie noch einmal einen Zustrom von freien Bauern mit sich bringt. Freie, aber nicht adlige Angehörige der Erobererstämme eignen sich in den eroberten römischen Territorien zigtausendfach ein Stück Land an und begründen dort eine unabhängige, freie Bauernexistenz, ohne irgendeinem Herrn untertan zu sein, außer dem König selbst, dem sie Steuern zahlen und Heeresdienst leisten müssen. Als die Franken zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhundert einen Großteil Westeuropas wieder zu einem Reich vereinigen, symbolisiert durch die Kaiserkrönung Karls des Großen am Weihnachtstag des Jahres 800, da bestehen in diesem fränkischen Europa verschiedene Arten bäuerlicher Arbeit nebeneinander. Da sind einerseits immer noch in recht großer Zahl Sklavinnen, die in Unterkünften auf dem Landsitz ihres Herrn leben und dessen Felder unter seiner direkten Anleitung bearbeiten bzw. unter der seiner Verwalter. Andererseits gibt es eine Menge Bauern, die zwar unfrei und an die Scholle gebunden sind, aber außerhalb des Herrenhofes ihre Landparzelle in Eigenregie bearbeiten, ein eigenes Haus bewohnen und ihrem Herrn einen Teil ihrer Ernte abliefern und regelmäßig Frondienste für ihn leisten, das heißt unbezahlt alle möglichen Arbeiten für ihn verrichten müssen. Die Stellung dieser unfreien Bauern entspricht weitgehend der der spätantiken Kolonen.
Drittens aber gibt es auch eine sehr große Zahl freier Bauern, die Besitzer ihres Hofes und ihrer Felder sind, keinem Feudalherrn unterstehen und nur dem König untertan sind. Diese freien Bauern, die dem König zur Steuerzahlung und Heeresdienst verpflichtet sind, bilden im Kriegsfall als Infanteristen das Rückgrat des fränkischen Heeres. Die Masse der fränkischen Truppen sind keine Berufskrieger, sondern solche Bauernsoldaten, die auf Befehl des Königs für ein paar Monate den Krieg ziehen, um dann wieder auf ihren Hof zurückzukehren. Die königliche Regierung, die in diesen freien Bauern eine zentrale Stütze ihrer Macht hat, schützt deren Freiheit gegen Übergriffe der adligen Großgrundbesitzer, die immer wieder versuchen, freie Bauern in Hörigkeit zu bringen. Im 8. und der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts üben die fränkischen Könige eine relativ straffe Herrschaft über ihr Reich aus. Überall werden Burgen als Stützpunkte königlicher Macht gebaut, und sogenannte Königsboten, die Missi Dominici, ziehen ständig als reisende Repräsentanten der Regierung durchs Land, um überall die königliche Autorität in Erinnerung zu rufen und die Einhaltung der vom König erlassenen Gesetze zu überwachen. Mitte des 9. Jahrhunderts zerfällt das fränkische Reich aber in mehrere Teilreiche, die sich gegenseitig in erbitterten Bürgerkriegen bekämpfen. Und unter diesen chaotischen Zuständen erodiert die königliche Autorität stark. Teilweise so stark, dass das Königtum besonders im Westfränkischen Reich zu einem bloßen Schatten wird, in den Provinzen kaum noch reale Macht besitzt. Mit diesem Verfall der königlichen Macht steigt die Autonomie der Großgrundbesitzer und der Feudalismus erreicht seine volle Ausprägung. Die Großgrundbesitzer machen sich nun von keiner Zentralregierung mehr gehindert, endgültig zu unumschränkten Herren auf ihrem Gebiet. Die Grundherren machen auf ihren Ländereien nun ihre eigenen Gesetze, die ihre bewaffneten Milizen durchsetzen. Und ihre Autorität zwingen sie jetzt auch den bisher freien Bauern auf. Angesichts der unkontrollierten Macht der adligen Großgrundbesitzer wird die Unterscheidung zwischen freien und unfreien Bauern immer mehr zur Fiktion. Alle Bauern im Machtbereich eines Herrn müssen ihm nun Abgaben leisten, Frondienste für ihn verrichten und ihn auch politisch als ihren Herrn anerkennen. Vielerorts machen sich auch die Kommandanten einstiger königlicher Burgen selbstständig und begründen ihre eigene kleine feudale Grundherrschaft im Bereich ihrer Burg. Das einstige fränkische Reich zerfällt in einen Flickenteppich tausender kleiner feudaler Territorien, deren Herren zwar formal noch einen König ihres jeweiligen Teilreiches als Oberherrn anerkennen mögen, de facto aber in ihrem Gebiet nach Belieben schalten und walten, wie es ihnen passt. In diese Vertiefung der adligen Macht, auch gegenüber den bisher freien Bauern, ist aber kein bloßer Gewaltakt der Herren gegen die Bauern. Es sind auch oft die Bauern selbst, die um den Schutz eines adligen Herrn ansuchen. Seit dem Zusammenbruch der zentralen königlichen Autorität ist das Leben in Westeuropa nämlich gewalttätiger und gefährlicher geworden. Die tausenden kleineren und größeren Feudalherren bekämpfen sich untereinander in ständigen Fehden und Raubzügen. Und auf solchen Raubzügen sind selbstständige freie Bauern die leichteste und wehrloseste Beute. Wenn ein Bauer sich nun aber an die Abhängigkeit von einem mächtigen Grundherrn begibt, dann findet er im Krisenfall mit seiner Familie und seinem beweglichen Besitz Zuflucht in der Burg des Herrn. Und dieser und seine Milizionäre verteidigen auch seinen Hof gegen marodierende Eindringlinge. Dazu kommt, dass Mittel- und Westeuropa seit dem Kollaps der fränkischen Königsgewalt von einer Welle neuer Invasionen heimgesucht werden. Im 9. Jahrhundert richten seefahrende skandinavische Räuberbanden, die wir heute Wikinger nennen, auf ihren Streifzügen bis tief ins Landesinnere entsetzliche Verwüstungen in ganz Nordwesteuropa an. Und etwas später beginnt von Osten her die Invasion eines aus Asien nach Europa eingewanderten nomadischen Reitervolkes, der Ungarn. In solchen Zeiten hat die Existenz als isolierter freier Kleinbauer kaum Zukunftsaussichten. Immer mehr bisher freie Bauern sind bereit, einen Großgrundbesitzer als ihren Herrn anzuerkennen und ihm Abgaben und Dienste zu leisten, wenn dieser im Gegenzug den Schutz seiner Person und seines Hofes verspricht. Die typische Form adliger Grundherrschaft, die sich so im 9. und 10. Jahrhundert ausbildet, ist die sogenannte Villikations- oder Fronhofsverfassung. Im Mittelpunkt einer solchen Fronhofswirtschaft steht der namensgebende große Hof des Grundbesitzers, der dort mit seiner Familie und seinen Dienstleuten lebt und einen großen Teil seines Bodens als Eigenland bewirtschaftet, als sogenanntes Domanialland.
Der Teil seines Landes, der nicht als Eigenland bewirtschaftet wird, ist in kleine Parzellen aufgeteilt, die jeweils eine leibeigene Bauernfamilie bewirtschaftet. Diese leibeigenen Bauernfamilien leben in kleinen Höfen, die locker um den Gutshof ihres Herrn herum verstreut sind. Die Bauern müssen ihrem Herrn einerseits einen Teil ihrer Ernte abliefern. Zusammen mit dem Zehnten, den sie in die Kirche zu entrichten haben, bleibt nach diesen Feudalabgaben oft kaum noch genug übrig, um die Familie halbwegs ernähren zu können. Zu den regulären Feudalabgaben kommen noch diverse regional verschiedene Sonderabgaben. Die Bauern müssen ihrem Herrn zusätzliche Naturalien liefern, beispielsweise wenn eine Hochzeit stattfindet oder ein Kind geboren wird. Und besonders drückend ist die Totfallabgabe. Wenn ein Familienvater stirbt, darf der Herr sich dessen wertvollste Besitzstücke, insbesondere Vieh, aneignen, bevor er den Hof zur Nutzung an einen Erben übergibt. Der Aufbau eines bescheidenen Wohlstandes durch Sparen und Vererbung ist damit unmöglich. Zweitens müssen sie ihrem Herrn Frondienste leisten, das heißt unbezahlt für ihn arbeiten. Im System der Fronhofverfassung ist ein großer Teil des adligen Grundbesitzes, wie gesagt, nicht an Bauernfamilien vergeben, sondern wird vom Herrn als großer Agrarbetrieb in Eigenregie bearbeitet. Natürlich nehmen die großgrundbesitzenden Herren aber nicht persönlich Hacke und Pflug in die Hand, um ihr Land zu bestellen. Das müssen die um ihr Gut herum angesiedelten leibeigenen Bauernfamilien tun. Oft sind die Bauern verpflichtet, an 3 oder sogar 4 Tagen pro Woche auf den Feldern ihres Herrn zu arbeiten oder alle möglichen sonstigen Dienste zu verrichten. Im Haushalt helfen, das Vieh versorgen, Bauarbeiten durchführen und so weiter. Diese Frondienste, die mit ihrem eigenen Hof eigentlich schon genügend ausgelasteten Bauern mit Arbeit überhäufen, lasten auf den kleinen Bauernwirtschaften oft viel schwerer als die Feudalabgaben. Säumigkeit beim Leisten der Frondienste wird vom Herrn oft drakonisch bestraft. Überhaupt kann der grundbesitzende Herr in einer solchen Fronhofswirtschaft mit seinen Bauern im Grunde machen, was er will. Eine handlungsfähige königliche Zentralregierung wie in karolingischer Zeit, die die Willkür der kleinen und mittleren Adligen wirksam begrenzen könnte, gibt es nicht mehr. Und schließlich wird die Allmacht der Herren auf ihren Gütern als Gewohnheitsrecht allgemein akzeptiert und als selbstverständlich hingenommen. Der Herr darf seine Bauern schlagen, wenn sie frech werden oder nicht motiviert genug arbeiten. Er darf sie einsperren. Und natürlich wird häufig von den weiblichen Familienmitgliedern der Leibeigenen erwartet, dass sie dem Herrn sexuell zu Diensten zu sein haben. Während in karolingischer Zeit die freien Bauern das Rückgrat der Armee darstellten, herrscht nun für die leibeigenen Bauern im Gegenteil ein Verbot, Waffen zu besitzen. Nur die Herren und ihre loyalen Dienstleute dürfen jetzt noch Waffen tragen. Die Heere dieser Zeit sind jetzt nicht mehr in erster Linie Infanterieheere wie in karolingischer Zeit, sondern Kavallerieheere aus adligen Panzerreitern, denen die Infanterie oft nur noch Hilfsfunktionen erfüllt. Diese Entwicklung war teils einer äußeren Notwendigkeit geschuldet. Die im 9. Jahrhundert einsetzenden, bereits erwähnten Invasionen hatten eine Weiterentwicklung der europäischen Kriegführung erforderlich gemacht. Und die Bildung immer schwerer gepanzerter Reiterheere hatte sich als effektiv erwiesen. Der Unterhalt von Pferden und besonders die Anschaffung von eisernen Helmen, Kettenhemden, Langschwertern usw. so weiter war angesichts der sehr niedrigen Produktivität des Bergbaus und damit der großen Kostbarkeit von Metall aber sehr, sehr teuer. Viel zu teuer, als dass eine einzelne Bauernfamilie das hätte stemmen können. Die einzige Möglichkeit, große Heere gepanzerter Reiter zu unterhalten, bestand darin, dass mehrere Dutzend Bauernfamilien mit ihren Ernteüberschüssen gemeinsam die Ausrüstung und den Lebensunterhalt eines einzigen Reiters finanzierten, der sich von jeder Arbeit befreit, im Idealfall ganz seiner kriegerischen Vervollkommnung widmen konnte. Die großen Feudalherren, die Grafen, Herzöge und Könige schufen deswegen in dieser Zeit einen neuen Dienstadel. Loyale Dienstleute der großen Herren erhielten von diesen ein Stück Land mit einigen Dutzenden bis einigen hundert leibeigenen Bauernfamilien, die ihnen den Lebensunterhalt und ihre militärische Ausrüstung finanzieren mussten. Dieser Dienstadel führte auf Kosten seiner Bauern den Großteil des Jahres ein komfortables, arbeitsfreies Leben, musste dafür aber als Panzerreiter für seinen Oberherrn bei Bedarf in den Krieg ziehen. Nach ihrer militärischen Funktion nannte man diesen neuen Dienstadel Ritter, also Reiter. Das Rittertum war geboren und damit die klassische feudale Lehnspyramide.
An der Spitze dieser Lehnspyramide steht ein König, mancherorts erblich, mancherorts von der Aristokratie gewählt, mal mit mehr, mal mit weniger machtenden Provinzen. Unter dem König standen die Herzöge und großen Grafen, die ihrem König Treue schwören und ihn als ihren Herrn anerkennen mussten. Zumindest theoretisch. In der Praxis agierten die Herzöge und Grafen auf ihrem Gebiet sehr oft als souveräne Herren, die die königliche Autorität höchstens formell anerkennen. Diese großen Feudalherren wiederum haben unter sich einen kleinen Dienstadel von tausenden Rittern, die von ihrem Oberherrn eine Burg und ein paar hundert Bauernwirtschaften als Lehen erhalten und dafür für ihren Herrn Krieg führen müssen. Das Volksheer der fränkischen Zeit hatte sich in ein Heer adliger Berufskrieger verwandelt. Die Rolle der Herzöge und Grafen als große feudale Ausbeuter konnten natürlich auch kirchliche Würdenträger spielen. Die Kirche war der größte Grundbesitzer des Mittelalters und Bischöfe und große Klöster beherrschten oft ein Territorium mit Zehntausenden Leibeigenen. Und auch Bischöfe und Äbte haben eigene ritterliche Vasallen unter sich. Sowohl weltliche als auch kirchliche Feudalherren vergeben aber nicht alles Land an ritterliche Vasallen, sondern behalten einen Teil auch direkt in ihrer Hand. Große Herren, die ausgedehnten Grundbesitz in verschiedenen Gegenden besitzen und ihre Wirtschaft nicht allein beaufsichtigen können, richten verschiedene sogenannte Meierhöfe ein, wo ein von ihnen eingesetzter Verwalter die Eigenwirtschaft leitet und beaufsichtigt, dass die Bauern der Gegend ihre Abgaben korrekt abliefern. In dieses System der auf Leibeigenschaft beruhenden Fronhofswirtschaft ist ein System der Mangelwirtschaft mit erbärmlich niedriger Produktivität. In vielen Regionen ernten die Bauern pro ausgesäten Getreidekorn kaum 3 Körner. Das Leben der Bauern ist elend und kurz, die Kindersterblichkeit ungeheuer groß. Sobald das Wetter in einem Jahr mal ungünstig ausfällt, herrscht massenhafte schwere Unterernährung. Ein Bevölkerungswachstum gibt es unter diesen Bedingungen in Europa fast gar nicht. Auch sonst herrscht Stagnation in der gesellschaftlichen Entwicklung. Städte gibt es nur wenige und die paar, die es gibt, sind fast alle klein und ohne sonderlich lebhafte wirtschaftliche Aktivität. Überregionalen Handel gibt es kaum, außer für den Transport einiger hochwertiger Luxusgüter für den Bedarf der paar Prozent adliger und kirchlicher Herren. Gemünztes Geld wird nur sehr wenig verwendet. Die Masse der bäuerlichen Bevölkerung lebt fast völlig autark von ihrer Eigenproduktion und kauft oder verkauft nur selten einmal etwas auf dem nächsten städtischen Markt. Diese harte, primitive Welt der Fronhofsverfassung bleibt 2, 3 Jahrhunderte lang stabil, ungefähr vom 9. bis zum 11. Jahrhundert. Dann kommt es, zaghaft beginnend im 10. und fahrtaufnehmend im 11. Jahrhundert, zu einer Reihe von Fortschritten in der Entwicklung der Produktivkräfte, die revolutionäre Auswirkungen auf das Leben der gesamten mittelalterlichen Gesellschaft und insbesondere der Bauern haben. Mehrere Innovationen führen besonders ab dem 11. Jahrhundert zu einer drastischen Steigerung der agrarischen Produktivität. Die erste dieser Innovationen war der Übergang vom Hakenpflug zum Beetpflug. In der Antike und im Frühmittelalter war fast überall in Europa der leichte sogenannte Hakenpflug verwendet worden. Dieser Hakenpflug war geeignet für die leichteren, sandigeren Böden des Mittelmeerraums, aber nur eingeschränkt leistungsfähig bei den schwereren, feuchteren Böden Mittel- und Westeuropas, die er nur oberflächlich aufriss, statt sie tief umzuwenden. In diesen mit dem Hakenpflug nur oberflächlich aufgerissenen Äckern ging das ausgesäte Getreide nicht so gut auf und folglich konnte man pro ausgesäten Korn nur wenige Körner ernten. Im 11. Jahrhundert beginnt sich in Mittel- und Westeuropa nun aber eine neue Pflugkonstruktion durchzusetzen, eben der schwere Beetpflug, der raffinierter konstruiert war und den Boden vollständig umwendete, statt ihn nur aufzureißen. Dadurch wurde das ausgesäte Getreide nicht nur besser vom Boden aufgenommen, auch wurde der Wuchs von Unkraut verhindert und nährstoffreicher Humus aus tieferen Bodenschichten nach oben geholt, sodass die Fruchtbarkeit des Bodens stark anstieg und man pro Hektar viel mehr Getreide ernten konnte als bisher. Um die Vorzüge des Beetpfluges voll nutzen zu können, brauchte man aber mehr Zugkraft, als die bisher fast ausschließlich als Zugtiere verwendeten Ochsen liefern konnten.
Pferde sind zwar Zugtiere leistungsstärker als Ochsen, bisher waren sie dafür aber nicht einsetzbar gewesen, weil das antike und frühmittelalterliche Zaumzeug Pferden so sehr auf den Hals drückte, dass sie beim Ziehen schwerer Lasten kaum noch Luft bekamen. Im 11. Jahrhundert setzte sich nun aber eine neue Art von Zuggeschirr durch, das in den Körperbau von Pferden angepasste Kummet, mit dessen Hilfe sie an nun als hocheffiziente Zugtiere einsetzbar waren. Im 11. und 12. Jahrhundert werden die Ochsen dank dieser Innovation mehr und mehr von Pferden verdrängt. Die bedeutendste agrarische Innovation von allen ist aber wahrscheinlich die in dieser Zeit stattfindende Durchsetzung des Systems der Dreifelderwirtschaft. In der Antike und im Frühmittelalter hat es vor allem zwei Systeme der Feldbestellung gegeben. Einmal die primitive Brandrodung. Man brennt ein Stück Wald nieder und beackert das von der Brandasche gedüngte Land durchgehend, bis seine Fruchtbarkeit nach ein paar Jahren erschöpft ist und man an eine andere Stelle weiterziehen muss. Andererseits die fortschrittlichere Zweifelderwirtschaft. Man beackert jeweils die Hälfte seines Landes 1 bis 2 Jahre lang, lässt es dann 1 bis 2 Jahre lang brach liegen, damit seine Fruchtbarkeit sich wieder erholen und man wieder von vorne beginnen kann. In diesem bis ins 11. Jahrhundert vorherrschenden System der Zweifelderwirtschaft sind also immer nur 50% des Landes nutzbar. Im Hochmittelalter verbreitet sich nun aber die Entdeckung, dass man die notwendige Zeit zur Regenerierung des Bodens wesentlich verkürzen kann, wenn man auf einem Acker verschiedene Sorten von Getreide anbaut. Bei der Dreifelderwirtschaft wird in einem Rotationsverfahren auf 1/3 des Landes eine Sorte von Sommergetreide angebaut, auf 1/3 eine Sorte von Wintergetreide und das letzte Drittel liegt brach. Während bei der Zweifelderwirtschaft also nur die Hälfte des Landes nutzbar ist, sind es bei der Dreifelderwirtschaft 2/3. In besonders ausgeklügelten Varianten der Dreifelderwirtschaft kann sogar die Brachfläche noch ohne Erschöpfung des Bodens für den Anbau anderer Nahrungspflanzen genutzt werden, beispielsweise Linsen. Die Dreifelderwirtschaft steigert also nicht nur sehr stark den maximal möglichen Ertrag pro Jahr, sie verringert auch stark die Gefahr einer schweren Hungersnot, weil Wetterkatastrophen wie Orkane, Hagelstürme, Dürren usw. jetzt nur noch eine von 2 Teilernten gefährden, statt die gesamte Ernte wie in der Zweifelderwirtschaft. In diese ganzen landwirtschaftlichen Innovationen, die sich im 11. und 12. Jahrhundert voll entfalten und über Europa verbreiten, werden manchmal als agrarische Revolution des Hochmittelalters bezeichnet. Und ihre Auswirkungen sind tatsächlich revolutionär. Die enorme Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität führt erstens zu einer Bevölkerungsexplosion. Zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert wächst die Bevölkerung fast aller europäischen Länder um das 2- bis 4-fache. Die gesteigerte Produktivität bedeutet aber auch, dass man weniger Bauern braucht, um dieselbe Menge an Lebensmitteln zu produzieren. Und das heißt, ein immer größerer Anteil der Bevölkerung kann freigesetzt werden für nichtbäuerliche Tätigkeit, als spezialisierte Handwerker, Kaufleute und so weiter. Folglich nimmt das Städtewesen einen enormen Aufschwung. Die bestehenden Städte wachsen und tausende neue Städte werden gegründet. Die Bewohnerinnen dieser Städte kaufen ihre Lebensmittel gegen gemünztes Geld bei den Bauern der Umgebung und verkaufen diesen wiederum Handwerkserzeugnisse, Textilien und so weiter, deren Vielfalt und Qualität umso höher steigen, je mehr Handwerker es gibt, die sich ganz auf die Vervollkommnung und Spezialisierung ihres Handwerks konzentrieren können. Die Bauern werden dadurch in die Geldwirtschaft hineingezogen und die Verwendung von gemünztem Geld wird in allen Bevölkerungsschichten alltäglich. So beeindruckend die Entwicklung des Städtewesens im Hochmittelalter auch sein mag, die große Mehrheit der Bevölkerung bleibt Bauern. Und das heißt, das enorme Bevölkerungswachstum dieser Jahrhunderte führt nicht nur zur Entstehung zahlloser neuer Städte, sondern vor allem auch zu einer massiven bäuerlichen Siedlungsbewegung. Überall in Europa werden die Wälder gerodet, um neues Ackerland für neue Bauernstellen zu schaffen. Am Ende dieses Prozesses im 14. Jahrhundert sind die Waldflächen in Mitteleuropa auf ein kleineres Maß zusammengeschrumpft als heute im 21. Jahrhundert. Und diese bäuerliche Siedlungsbewegung ist es, die zu einer tiefgreifenden Verwandlung der mittelalterlichen Sozialstruktur und zum Ende von Fronhofswirtschaft und Leibeigenschaft führt. Wie kam es dazu?
Als sich im Zuge des enormen Bevölkerungswachstums Hunderttausende von Bauernsöhnen auf den Weg machten, irgendwo in der Ferne eine eigene bäuerliche Existenz zu begründen, da begannen die großen Feudalherren, die Könige, Herzöge und Grafen, miteinander darum zu konkurrieren, wer die meisten dieser Siedler abbekommt. Bis zum 11. Jahrhundert bestand der Großteil Europas aus unbesiedelten Urwäldern. Aus heutiger Perspektive ökologisch reizvoll, aus Perspektive der damaligen Feudalherren aber nutzloses Land. Wenn neu angekommene bäuerliche Siedler diese Urwälder nun roden und dort neue Bauernsiedlungen, neue Märkte, neue Städte errichten, dann steigert das durch den Anstieg von Bevölkerung, Steueraufkommen, agrarischer und handwerklicher Produktion die Macht und den Reichtum des Feudalreiches, auf dessen Territorium sie entstehen. Die Feudalherren hatten also ein lebhaftes Interesse daran, möglichst viele siedlungswillige Bauernsöhne gerade für ihr Land anzuwerben. Und das taten sie dann auch reichlich, besonders ab dem 12. Jahrhundert. Üblicherweise engagierte ein größerer Feudalherr, ein Herzog, ein Graf, ein Bischof oder ein Abt dafür sogenannte Lokatoren, deren Aufgabe darin bestand, zunächst einmal die Anlage neuer Dörfer in bisher unbesiedeltem Gebiet zu planen und dann durch Europa zu reisen, um Bauernsöhne als Siedler für die neuen Hofparzellen anzuwerben und unter Vertrag zu nehmen. Da nun jede Menge Feudalherren möglichst viele Siedler haben wollten, waren sie gezwungen, den angeworbenen Neubauern möglichst vorteilhafte Bedingungen zuzugestehen, damit sie sich gerade bei ihnen niederlassen und nicht bei einem anderen Herrn. Und der wichtigste Anreiz dafür war die Gewährung persönlicher Freiheit. Die angeworbenen Siedler an den neuen Dörfern waren keine Leibeigenen mehr, sondern freie Männer, die zwar für die Nutzung ihres Landstücks einen Teil der Ernte abliefern und Steuern zahlen mussten, aber keine Frondienste zu leisten hatten. Ihre Hofwirtschaft ohne Einmischung eines Herrn oder seiner Verwalter selbstständig führten und die auch die Freiheit besaßen, ihren Hof wieder aufgeben und wegziehen zu dürfen. Dadurch entstand vor allem im 12. und 13. Jahrhundert eine neue Schicht von Hunderttausenden persönlich freien Bauernfamilien, deren Verhältnis zum örtlichen Feudalherrn nur noch den Charakter eines vertraglichen Pachtverhältnisses trug. Das wiederum hatte auch massive soziale Rückwirkungen auf die etablierten alten Siedlungsgebiete. Durch die Siedlungsbewegung und die Anlage zigtausender neuer Dörfer mit sehr vorteilhaften Bedingungen war es für die Bauern plötzlich nicht mehr alternativlos, sich der Willkür seines Herrn auf den Fronhöfen beugen zu müssen. Wenn ein Herr seine Bauern zu sehr auspresste oder misshandelte, dann konnten diese jetzt ihre Sachen packen und eine neue bäuerliche Existenz unter viel besseren Bedingungen in einem der neuen Siedlungsgebiete beginnen. Oder aber in die ständig wachsenden Städte abwandern, dort ein Leben als Lohnarbeiter und irgendwann vielleicht einmal als selbstständiger Handwerker oder Kleinhändler führen. Denn die in langen Kämpfen mit den feudalen Gewalten meist mehr oder weniger autonom gewordenen Städte garantierten zugewanderten Bauern nach Verstreichen einer bestimmten Zeit ihre Freiheit. Ein Herr, der seine Macht gegenüber den Bauern zu sehr missbrauchte, musste jetzt also damit rechnen, dass seine Güter menschenleer und damit nutzlos wurden. Und eine solche Abwanderungsbewegung von den alten Fronhöfen fand vielerorts auch statt. Um ihre Bauern zu halten, mussten die Herren ihr Regime also lockern und den Bauern immer mehr Freiheiten zugestehen. Ab dem 12. Jahrhundert beginnt sich die Leibeigenschaft in West- und Mitteleuropa damit aufzulösen. Die Bauern müssen kaum noch Frondienste leisten, sondern fast nur noch Abgaben und Steuern leisten. Und oft erhalten sie formell ihre persönliche Freiheit zugesprochen, wenn auch gegen Zahlung einer Ablöse in Geld. Schließlich lag der Übergang von der Fronhofswirtschaft zu einer Rentenwirtschaft auch immer mehr im ökonomischen Eigeninteresse der Herren selbst. Zur Erinnerung. Von der Spätantike bis etwa ins 11. Jahrhundert spielte gemünztes Geld in Europa nur eine sehr untergeordnete Rolle. Der Handel war unterentwickelt, städtische Märkte waren selten und sie boten nur eine geringe Vielfalt von Produkten an. Die Wirtschaft war fast gänzlich regional und autark. Die Bauern versorgten sich selbst mit ihren eigenen Erzeugnissen und die Grundherren lebten davon, dass sie sich einen Teil des bäuerlichen Arbeitsprodukts aneignen. Es gab gar nicht so viel, was man einer so primitiven Wirtschaftsordnung mit Geld anfangen konnte. Und folglich war es für die Feudalherren auch nicht oberste Priorität, möglichst viel gemünztes Geld zusammenzubekommen. Das ändert sich aber jetzt im Hochmittelalter.
ab dem 11. Jahrhundert mit dem enormen Aufschwung des Städtewesens und des Handels und mit dem Aufkommen eines Bankwesens nimmt Geld eine immer größere Rolle ein. Und vor allem gibt es immer mehr, was man mit Geld anfangen kann. In dem Maße, in dem der Handel anwächst, es immer mehr spezialisierte Handwerker gibt und immer mehr wachsende Städte mit allen möglichen urbanen Vergnügungen, gibt es eine immer größere Bandbreite von Gütern und Dienstleistungen, die man sich für gemünztes Geld kaufen kann. Die Grundherren wollen deswegen jetzt möglichst viele klingende Silbermünzen in die Hand bekommen. Und das geht am einfachsten und unkompliziertesten, indem man, statt selbst einen großen Agrarbetrieb zu verwalten und sich um den Absatz seiner Produkte zu kümmern, das Land einfach gegen feste Geldabgaben an Bauern zu verpachten beginnt. Deswegen lösen die Herren jetzt ab dem 12. und 13. Jahrhundert ihre Fronhöfe mehr und mehr auf und verpachten das Domanialland ebenfalls als Kleinparzellen an Bauern, die ihnen dafür Geldrenten zahlen müssen und aber keine Frondienste mehr leisten oder fast keine. Mit der Leibeigenschaft löst sich also auch das System des Fronhofs immer mehr auf. Die Herren ziehen sich aus dem Leben des Dorfes zurück und werden Rentenbezieher, die irgendwo draußen in ihrer Burg oder ihrer Stadtresidenz sitzen und dort die Abgaben ihrer Bauern verzehren. Die Zeiten, in denen der Herr persönlich im Dorf präsent ist, über die Felder läuft und einem nachlässigen Bauern eins mit dem Stock überzieht, sind vorbei. Mit dem Rückzug der Herren aus dem Alltagsleben des Dorfes und der gewachsenen Freiheit der Bauern müssen die Bauernfamilien ihre Angelegenheiten nun selbst in die Hand nehmen und eine dörfliche Selbstverwaltung aufbauen. Die Dorfgemeinschaft entsteht. Wie sieht das Leben einer solchen typischen hochmittelalterlichen Dorfgemeinschaft nun konkret aus? Sehen wir uns zunächst die äußere Gestalt des Dorfes an. Im Frühmittelalter waren die bäuerlichen Siedlungen üblicherweise sehr locker gewesen. Einzelne, freistehende Höfe mit großem Abstand untereinander, oft um einen Herrenhof herum verstreut und mit ihrer Ackerparzelle gleich hinter dem Hof. Im Hochmittelalter verdichten sich diese Weiler immer mehr zu kompakten Dörfern, in denen die Bauernhäuser dicht an dicht stehen. Es gibt zwar auch im Hoch- und Spätmittelalter immer noch auch isolierte Einzelhöfe und lockere Weiler, aber das dichte Haufendorf setzt sich immer mehr als Normalfall durch. In diesen Haufendörfern sind nun Wohnung und Feld der Bauern räumlich getrennt. Das typische hochmittelalterliche Dorf gliedert sich in drei Zonen. Die innerste Zone, das eigentliche Dorf, besteht aus den dicht beieinander stehenden Wohnhäusern der Bauern, der Kirche, eventuell ein paar Handwerksbetrieben, ab dem Spätmittelalter immer öfter auch einer Dorfschenke. Üblicherweise ist jedes bäuerliche Wohnhaus von einem kleinen, umzäunten Garten umgeben, in dem die Bauernfamilie etwas Obst, Gemüse oder Hülsenfrüchte anbaut, um die eintönige Getreidenahrung durch etwas vitaminreiche Beigaben zu ergänzen. Das ganze Dorf wiederum ist von einem hohen Dorfzaun umgeben, dem sogenannten Etter. Dieser Etter schützt das Dorf gegen wilde Tiere und unbefugte Eindringlinge und erhält sich in manchen Teilen Europas bis ins 19. Jahrhundert. Jenseits des vom Etter umschlossenen Dorfes kommt als zweite Zone das Ackerland, auf dem Getreide als Haupterzeugnis angebaut wird. Dort, wo sich die Dreifelderwirtschaft schon durchgesetzt hat, ist dieses Ackerland in drei sogenannte Zelgen unterteilt. Auf der einen Zelge wird Sommergetreide angebaut, auf einer Wintergetreide und die dritte liegt brach. Jede Bauernfamilie des Dorfes verfügt innerhalb jeder dieser Zelgen über eine eigene Landparzelle, deren Ertrag ihr gehört. Die Dreifelderwirtschaft des Hochmittelalters ist also eine interessante Mischung aus kollektiver und individueller Wirtschaft. Einerseits hat jede Bauernfamilie ihre eigenen Landparzellen, deren Ertrag ihr gehört. Andererseits darf sie ihre Landstücke aber auch nicht bebauen, wie sie will, sondern muss sich an die Flurordnung des Dorfes halten, das heißt zu einem festgesetzten Zeitpunkt zusammen mit allen anderen Familien auf ihren Parzellen die vorgeschriebenen Sorten von Getreide aussäen und ernten. Weil die einzelnen Familienparzellen innerhalb einer Zelge üblicherweise sehr schmal sind und direkt aneinander grenzen, wäre eine effiziente Dreifelderwirtschaft nämlich unmöglich, wenn jede Familie auf ihrer Parzelle anbaut, was sie will und wann sie will. Damit der Boden sich planmäßig regenerieren kann, muss auf der gesamten Zelge gleichzeitig dasselbe angebaut werden.
Nach Belieben individuell wirtschaften darf die Bauernfamilie nur im kleinen Hausgarten, nicht aber draußen auf dem Acker. Jenseits der Getreideäcker schließlich kommt die dritte Zone, die Allmende. Die Allmende ist das Land, das allen Mitgliedern der Dorfgemeinschaft gleichermaßen gehört und das jede Familie kostenlos für den Eigenbedarf nutzen darf. Typischerweise besteht die Allmende aus einer großen Wiesenfläche, an die sich ein Waldsaum anschließt. Die Wiese dient dem Zugvieh, den Ochsen und Pferden als Futterweide. Der Wald hat eine ganze Menge Funktionen. Dort wird durch das Fällen von Bäumen Bau und Brennholz gewonnen. Dorthin treibt man die Schweine, damit sie sich an Eicheln, Bucheckern oder Kastanien mästen. Und dort sammelt man Beeren, Pilze, Kräuter und Wurzeln als willkommene Zusatznahrung. Der Verwaltung dieses Systems dienen die Institutionen der Dorfgemeinschaft. Die Dorfgemeinschaft ist eine basisdemokratische Gemeinschaft, deren wichtigste Institution die regelmäßige Vollversammlung aller Familienoberhäupter darstellt. Auf diesen Dorfversammlungen wird über die wichtigsten aktuellen Angelegenheiten diskutiert, hier werden die Termine für Aussaat und Ernte auf den Zelgen festgelegt, hier wird bestimmt, wie viel Holz man im Wald entnehmen und wie lange man sein Vieh auf den Dorfweiden weiden lassen darf, um Übernutzung der Allmende zu verhindern. Und hier werden die Funktionsträger der Dorfgemeinde gewählt. Der wichtigste davon ist der Dorfvorsteher, der regional eine Menge verschiedener Amtsbezeichnungen trägt. In Norddeutschland heißt er oft Dorfschulze, in Süddeutschland Schultheiß. Dieser Dorfvorsteher hat eine Doppelfunktion, einerseits als demokratisch gewählter Repräsentant der Dorfgemeinschaft, andererseits aber auch als Vertreter des Feudalherrn. Der Dorfvorsteher nämlich hat die Pflicht, die Abgaben, die jede Familie dem Feudalherrn schuldig ist, einzusammeln und dem Herrn oder einem seiner Dienstleute zu übergeben. Wenn eine Familie nicht zahlt und damit die Gesamtsumme nicht stimmt, haftet dafür das ganze Dorf. Der Dorfvorsteher muss die Bauern also ermahnen, pünktlich und korrekt ihre Abgaben zu zahlen. Auch hat der Dorfvorsteher die Pflicht, darauf zu achten, dass innerhalb des Dorfes die Gesetze des örtlichen Feudalherrn eingehalten werden. Und Bagatelldelikte wie Beleidigungen, leichte Körperverletzungen oder kleine Diebstähle werden von ihm untersucht und gerichtet, oft zusammen mit einem mehrköpfigen Dorfgericht, das solche geringen Delikte ohne Einmischung von außen selbst regeln darf, durch Ermahnungen, Geldbußen oder sonstige Strafen. Begeht ein Mitglied der Dorfgemeinschaft dagegen ein Schwerverbrechen, muss es dem Feudalherrn ausgeliefert werden, um von ihm gerichtet zu werden. Eine andere gewählte Funktion ist beispielsweise die des Dorfhirten, der das Vieh aller Familien auf die Allmende treibt und dort bewacht. Eine weitere wichtige Figur im Leben des Dorfes ist natürlich der Pfarrer, der zwar nicht von den Dorfbewohnern gewählt, sondern von außen eingesetzt wird, der aber üblicherweise ein armer Mann war, der den Alltag und die Sorgen der Bauern teilte. Die Zehnten, die die Bauern an die Kirche zu zahlen hatten, landeten in den Kassen der Bischofspaläste und der großen Klöster, aber kaum in den Hütten der Dorfpfarrer, die, um zu überleben, oft selbst etwas Landwirtschaft für den Eigenbedarf treiben mussten. In den spätmittelalterlichen Bauernaufständen standen die Dorfpfarrer dann noch sehr oft auf der Seite der Aufständischen. Die Dorfgemeinschaft ist aber nicht nur eine rein ökonomische Zweckgemeinschaft, sondern auch eine soziale und kulturelle Gemeinschaft. Regelmäßig, etwa zum Namenstag des Dorfheiligen oder im Kirchbeitag, fanden kollektiv veranstaltete Feste der Dorfgemeinschaft statt. Am Sonntag saß das ganze Dorf gemeinsam in der Kirche und es war selbstverständlich, dass jede Familie zur Feier einer Hochzeit, einer Taufe oder zu einer Beerdigung das ganze Dorf einzuladen und zu bewirten hatte. Jede Familie war darüber auf dem Laufenden, was in jeder anderen Familie gerade vorgeht. Eine Intimität, die an vielen Orten so weit ging, dass es normal war, dass sich nach einer Hochzeitsfeier das Dorf um das Bett des Brautpaares versammelte, um zuzuschauen, wie die Braut entjungfert und die Ehe damit vollzogen wird. Und die Dorfgemeinschaft war eine Hilfsgemeinschaft. Wenn beispielsweise ein Bauernhaus abbrannte, was bei der damaligen Holzbauweise und beim Heizen und Kochen mit offenem Feuer recht oft passierte, mussten die anderen Familien die obdachlosen Brandopfer bei sich aufnehmen und die ganze Dorfgemeinschaft baute ihnen gemeinsam ein neues Haus. Sehr oft arbeitete auch das ganze Dorf zusammen auf dem Feld. Aussaat, Ernte oder Heumahd waren gemeinschaftliche Ereignisse.
Die diktatorische Struktur der alten Fronhofswirtschaft hatte der Etablierung demokratischer bäuerlicher Kommunen Platz gemacht. Der demokratische Charakter der Dorfgemeinschaft muss allerdings in zweifacher Hinsicht relativiert werden. Erstens handelt es sich um eine Demokratie der Männer. Gleichberechtigt sind nur die männlichen Familienoberhäupter, während die Frauen innerhalb der Dorfgemeinschaft üblicherweise keinerlei politische Rechte besitzen. Frauen unterstehen bis zu ihrer Eheschließung der mehr oder weniger uneingeschränkten Gewalt ihres Vaters und danach der ihres Ehemannes. Die Ehe trägt im Mittelalter noch unverhüllt und ohne ideologische Romantisierung und Kaschierung den Charakter eines Unterwerfungsinstruments der Frauen unter die Herrschaft des Mannes. Ehen werden nicht aus Liebe geschlossen, sondern von den Eltern nach sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten arrangiert. Ein Bauernsohn heiratet nicht, um seine Seelengefährtin zu finden, sondern weil er die Arbeitskraft der Frau unbedingt für den Betrieb eines Bauernhofs braucht und um ihren Körper als Produktionsmittel zur Produktion von Kindern zu nutzen. Kinder sind für den vormodernen Bauern nämlich doppelt notwendig. Erstens als unbezahlte Hilfsarbeitskräfte in der Bauernwirtschaft, andererseits als eine Altersversicherung. Wenn ein Bauer alt und gebrechlich wird und nicht mehr arbeiten kann, muss er von seinen Söhnen beherbergt und versorgt werden, und diese erben dafür als Gegenleistung den Hof. Das funktioniert aber nur, wenn die Kinder zweifelsfrei legitim und von ihm gezeugt sind. Denn ein Bastard ist nicht erbberechtigt und damit auch kaum motiviert oder in der Lage, im Alter für seinen Stiefvater zu arbeiten. Ehebruch und die Gefahr der Geburt unehelicher Kinder ist somit eine direkte Bedrohung der ökonomischen Stellung der Bauern und ein seine Ehre verletzender Angriff auf sein Eigentum, denn als sein Eigentum betrachtet er seine Frau. Die Übergabe der Frau vom Vater an den Ehemann trägt darum den Charakter eines Kaufvertrages. Mancherorts ist es üblich, dass die Eheschließung symbolisch dadurch besiegelt wird, dass der Bräutigam seiner Braut demonstrativ auf den Fuß tritt, um zu zeigen, dass sie nun in sein Eigentum übergegangen ist. Ein Brauch, der wohl aus dem Bereich des Viehkaufs stammt. Dementsprechend ist drakonische Unterwerfung der weiblichen Sexualität essentiell für die soziale wie ökonomische Position des Bauern. Wenn der Bauer es dabei bewenden lässt, seine Frau für einen Seitensprung nur zu verprügeln, konnte sie noch von Glück sprechen. Denn die auf Ehebruch stehenden Strafen an Gerichten der Feudalherren waren oft noch viel schlimmer. Im Königreich Sizilien unter Kaiser Friedrich II. Beispielsweise, das heute oft als Muster eines frühen aufgeklärten Staates bezeichnet wird, stand im 13. Jahrhundert auf Ehebruch Abschneiden der Nase und öffentliche Auspeitschung der Ehebrecherin. Ertappte ein Mann seine Frau auf frischer Tat beim Ehebruch, durfte er sie und ihren Liebhaber legal töten. Umgekehrt hatten Männer für Ehebruch nur eine moderate Geldbuße zu zahlen, und angesichts der Machtverhältnisse innerhalb der Familie wird es quasi nie vorgekommen sein, dass ein ehebrüchiger Mann von seiner Frau tatsächlich angeklagt worden wäre. Anderswo differenzierte man ein wenig. In England und Frankreich beispielsweise durfte ein betrogener Ehemann den Liebhaber seiner Frau nur dann selbst bestrafen, wenn er ihn vorher gewarnt hatte, sich seiner Frau nicht zu nähern. In diesem Fall durfte er den Liebhaber in Frankreich erschlagen, während er in England immerhin das Recht hatte, ihn eigenhändig zu kastrieren. Sowohl juristisch als auch sozial war allgemein akzeptiert, dass Männer außerehelichen Sex mit Mägden oder Prostituierten haben, während Frauen für außerehelichen Sex hart bestraft und gedemütigt werden. In einem tief patriarchalen System ist diese Doppelmoral logisch, denn die Frau ist Arbeitskraft und Produktionsmittel des Mannes, der als Herr und Besitzer an der Spitze eines bäuerlichen Betriebes steht. Es versteht sich von selbst, dass die Ehefrau auch keine ökonomische Verfügungsgewalt über das von ihr Erarbeitete besaß. Die Frauen mussten zwar permanent schwer arbeiten, nicht nur den Haushalt führen und die Kinder großziehen, sondern auch im bäuerlichen Betrieb selbst mitarbeiten, das Feld bearbeiten, das Vieh versorgen. Aber der gesamte Ertrag der von Mann und Frau gemeinsam betriebenen bäuerlichen Wirtschaft gehörte dem Mann und dieser durfte darüber frei verfügen. Diese sklavereiähnliche Stellung der Frau spiegelt sich auch im Erbrecht wider. In manchen Regionen waren bäuerliche Frauen überhaupt nicht erbberechtigt, in den meisten anderen nur unter viel ungünstigeren Bedingungen als Männer.
Ein einigermaßen freies und selbstbestimmtes Leben konnten Frauen im Mittelalter nur als Witwen führen, wenn sie weder der Autorität eines Vaters noch der eines Ehemannes mehr unterstanden. Zweitens wird der demokratische Charakter der Dorfgemeinschaft durch die zunehmende materielle Ungleichheit unter der Landbevölkerung eingeschränkt. Die Lebensverhältnisse der Bauern auf einem Gutshof oder in einem Dorf waren anfangs meist ziemlich egalitär. In der alten Fronhofswirtschaft gab es für die Bauern ohnehin keine Möglichkeit, Besitz anzusammeln und dadurch eine soziale Differenzierung einzuleiten. Und die neu gegründeten Siedlungen der Phase der hochmittelalterlichen Bevölkerungsexplosion wurden meistens mit der Vergabe genau gleich großer Parzellen an jede neu angesiedelte Familie gegründet. Im 10. oder 11. Jahrhundert hatten die meisten Bauernfamilien genug Land zur notdürftigen Ernährung, aber kaum jemals wesentlich mehr. Und umgekehrt gab es auch nur wenige landlose Arme. Im Laufe des Hochmittelalters und dann besonders im Spätmittelalter werden die materiellen Lebensbedingungen aber immer unterschiedlicher. Erstens, weil die zunehmende Integration der Bauernschaft in Marktbeziehungen und Geldwirtschaft die Möglichkeiten individueller Bereicherung stark erhöhen. Mit der im Zuge der agrarischen Innovationen des Hochmittelalters stark gestiegenen Produktivität ernten sehr viele Bauernfamilien jetzt wesentlich mehr, als sie für den Eigenbedarf und als Feudalabgabe benötigen. Diese Ernteüberschüsse können sie individuell auf dem nächsten städtischen Markt verkaufen, wo die Nachfrage der wachsenden Bevölkerung nach Lebensmitteln immer mehr steigt. Getreide und alle anderen landwirtschaftlichen Erzeugnisse werden vom 11. bis 14. Jahrhundert immer teurer und ermöglichen den Bauern damit im Laufe der Zeit Geldvermögen anzusparen. Umso mehr, wenn sie es verstehen, sich auf besondere Bedürfnisse des städtischen Marktes zu spezialisieren. Das trifft beispielsweise in klimatisch dafür geeigneten Regionen auf Weinbauern zu, die den Getreideanbau immer mehr zurückstellen und mehr oder weniger reine Winzer werden, die nur noch Wein für den städtischen Markt und den Export produzieren und damit sehr wohlhabende Leute werden können. Es ist auch der Fall bei Bauern, die beispielsweise ihr Gartenland nutzen, um dort bestimmte Obst- oder Gemüsesorten nur für die Stadt anzubauen. Und schließlich verkaufen die Bauern zunehmend auch hausgewerblich hergestellte Artikel auf dem Markt. Häufig lassen die Bauern beispielsweise ihre Frauen und Kinder zu Hause Textilien herstellen, um sie in der Stadt zu verkaufen. Wenn eine Bauernfamilie es geschafft hat, dadurch ein kleines Geldvermögen zusammenzubekommen, kann sie das nutzen, ihren ärmeren Nachbarn Stücke ihres Landes abzukaufen, die eigene Anbaufläche zu vergrößern und damit in Zukunft noch mehr Waren auf den städtischen Märkten zu verkaufen. Durch Vererbung pflanzen sich diese Besitzunterschiede über Generationen hinweg fort und werden tendenziell immer größer. Besonders in denjenigen Regionen, in denen das Prinzip der Vererbung des gesamten Hofes an den ältesten Sohn herrscht, wie in Mittel- und Ostdeutschland, Bayern oder Österreich. In diesen Regionen bildet sich bald eine das Dorfleben beherrschende Schicht wohlhabender Großbauern, denen einerseits viele arme Kleinbauern gegenüberstehen, andererseits ganz besitzlose Menschen, die entweder als Lohnarbeiter in die Stadt gehen oder als Knechte und Mägde, als Dienstleute am Hof eines der Großbauern unterkommen müssen. Und besitzlose Knechte haben in der Dorfgemeinschaft kein politisches Mitspracherecht. In Westdeutschland oder im Großteil Frankreichs herrscht dagegen das Prinzip der sogenannten Realteilung. Das heißt, der Hof wird nach dem Tod eines Bauern gleichmäßig unter all seinen Söhnen aufgeteilt, wodurch es tendenziell zu einer Zersplitterung des Landbesitzes und der Entstehung sehr vieler kleiner, oft kaum lebensfähiger Bauernstellen kommt. Dass Bauern zu wirklichem individuellem Reichtum gelangen, wird dadurch zwar sehr erschwert, aber dafür herrscht in Realteilungsgebieten eine egalitärere, demokratischere Atmosphäre als in den Alleinerbengebieten, wo die erbberechtigten ältesten Söhne der Großbauern innerhalb des Dorfes eine autoritäre, fast aristokratisch anmutende Stellung einnehmen. Der französische Soziologe und Historiker Emmanuel Todt sieht im Gegenunterschied zwischen Realteilungs- und Alleinerbengebieten sogar eine jahrhundertelang nachwirkende Wurzel für die politische und gesellschaftliche Entwicklung bis in die Neuzeit.
in Realteilungsgebieten wie Nordfrankreich oder dem westlichen Rand Deutschlands, wo die Bauernsöhne gleichberechtigt aufwuchsen und wo die Besitzunterschiede zwischen den Bauern gemäßigt waren, hätten sich liberale, demokratische und egalitäre Ideen viel früher entwickelt und viel leichter durchgesetzt als in Alleinerbengebieten wie Preußen, Bayern oder Österreich, wo die Menschen von Kindheit an mit krasser Ungleichheit innerhalb der Familie wie innerhalb des Dorfes aufgewachsen waren und wo autoritäre und hierarchische Ideen deswegen bis in die Moderne hinein viel stärker gewesen seien als in Westeuropa. Die Tendenz der ökonomischen Entwicklung ging jedenfalls überall in Richtung wachsender Ungleichheit innerhalb der Bauernschaft, wenn auch mit regional verschiedener Intensität. Alles in allem aber war die hochmittelalterliche Expansionsperiode vom 11. bis 14. Jahrhundert und dabei insbesondere das 12. und 13. Jahrhundert wohl die glücklichste Zeit, die das europäische Bauerntum bisher erlebt hatte. Die Ernährungslage der Bauern war im Allgemeinen gut, ihre persönliche Freiheit und die innere Autonomie des Dorfes viel größer als zuvor, und viele Bauern konnten die Konjunktur nutzen und Wohlstand erwerben. Dieses System aber geriet im 14. Jahrhundert in eine tiefe Krise. Zunächst, weil die Expansion an ihre geografischen wie demografischen Grenzen stieß. Die schon skizzierten agrartechnischen Fortschritte hatten die Produktivität gegenüber dem Frühmittelalter zwar stark erhöht, aber nach dem 12. Jahrhundert gab es keine großen neuen Fortschritte mehr. Um die wachsende Bevölkerungszahl zu ernähren, musste also die Ackerfläche immer weiter ausgedehnt werden. Das geschah einerseits durch Rodung von Wäldern und Nutzbarmachung von Sümpfen und anderen schwer zugänglichen Gebieten innerhalb der bereits besiedelten Region. Andererseits durch Eroberung neuer Länder, auf denen man die einheimische Bevölkerung unterwerfen konnte, um auf ihrem Gebiet neue Siedler anzusetzen. Im größten Umfang geschah das im heutigen Ostdeutschland und entlang der Ostseeküsten. Im 10. Jahrhundert endete der deutsche Sprach- und Kulturraum noch an der Elbe. Östlich davon lebten slawische, meistens nichtchristliche Stämme. Unter dem Vorwand ihrer Christianisierung unternahmen Expeditionen deutscher Ritter nun vom 10. bis 14. Jahrhundert regelmäßige Eroberungszüge gegen die slawischen Länder, um sich auf dem eroberten Gebiet selbst neue Feudalherrschaften zu zimmern und dort deutsche Bauernsöhne als Kolonisten anzusiedeln. Einen ganz ähnlichen Charakter trugen die Kreuzzüge im Nahen Osten und die Reconquista in Spanien, wo jeweils christliche Rittertruppen islamisches Gebiet eroberten und zur Stützung ihrer Macht christliche Siedler heranzogen. Die militärischen Möglichkeiten des Rittertums stießen aber irgendwann an Grenzen. Im Nahen Osten kollabierten die Kreuzritterstaaten schon im 13. Jahrhundert. In Ostmitteleuropa kam die deutsche Ostkolonisation im 14. Jahrhundert weitgehend zum Stillstand. Und auch in Spanien ging die Reconquista nur noch im Schneckentempo voran. Erst Ende des 15. Jahrhunderts war die ganze iberische Halbinsel in christlicher Hand. Den eigenen Bevölkerungsüberschuss in eroberte Länder zu exportieren, ging also nur noch sehr begrenzt. Die Alternative war die Binnenkolonisation, also auch immer schlechtere und eigentlich ungeeignete Böden in den bereits dicht besiedelten Regionen zu erschließen. Im späten 13., frühen 14. Jahrhundert war auch damit so ziemlich das Maximum erreicht. Auch morastige, sandige oder karge Gebirgsböden, die für Landwirtschaft eigentlich kaum geeignet waren, wurden nun erschlossen und besiedelt und ermöglichten den Ansiedlern nur noch eine sehr dürftige Existenz. Die Siedlungsdichte in West- und Mitteleuropa war jetzt höher als jemals vorher oder nachher. Um 1300 gab es in Frankreich oder Deutschland mehr Ortschaften als heute. Der Wald war auf ein Minimum zurückgedrängt. Noch mehr Rodung konnte man nicht durchführen, ohne dass die Dörfer sich ihrer notwendigen Allmende und die Aristokratie ihrer Jagdgründe beraubt hätte. Und die Bevölkerung wuchs weiter. Diese so enorm gewachsene Bevölkerung wäre jetzt nur noch durch weitere Steigerung der Produktivität, durch neue technische Fortschritte zu versorgen gewesen. In die aber gab es nicht. Im frühen 14. Jahrhundert kam es erstmals seit vielen Generationen wieder zu Wellen schwerer Hungersnöte. Die Zeit ungefähr von 1300 bis 1347 war eine Zeit der Stagnation, örtlich auch schon des Bevölkerungsrückgangs und der Verarmung. Und dann kam die Pest.
Die 1347 einsetzende große Pest ist eines der katastrophalsten Ereignisse der dokumentierten Menschheitsgeschichte. Da ich in einem anderen Beitrag schon ausführlicher darauf eingegangen bin, muss ihre Geschichte hier nicht noch einmal erzählt werden. Es genügt festzustellen, dass die erste große Welle etwa ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung getötet haben dürfte und dass mehrere weitere Pestwellen der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts die Bevölkerung noch tiefer fallen ließen. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts hatte sich die Bevölkerung in vielen Teilen Europas gegenüber dem Niveau des frühen 14. Jahrhunderts halbiert. Etwas zynisch könnte man meinen, nun ja, das Problem der relativen Überbevölkerung war damit doch immerhin gelöst. Jede Menge Land war nun wieder frei und somit müsste sich die Lage der Bauern jetzt doch eigentlich wieder gebessert haben. So einfach ist es aber nicht. Tatsächlich begann mit der Pest für die Bauern eine lange Zeit tiefer Krisen und einer Verschärfung des feudalen Regimes. Der demografische Kollaps hatte die Städte, wo die Menschen dicht an dicht lebten und sich massenhaft infizierten, relativ am schlimmsten erwischt. Viele Städte verloren die Hälfte oder gar zwei Drittel ihrer Bevölkerung. Die Stadtbewohnerinnen sind aber die wichtigsten Käuferinnen agrarischer Produkte und mit dem drastischen Sinken der Stadtbevölkerung sank folglich auch massiv die Nachfrage nach Lebensmitteln auf den Märkten. Sowohl die Bauern als auch die Feudalherren erlitten also enorme Einkommenseinbußen durch die gesunkenen Preise für Lebensmittel, die dadurch noch verschärft wurden, dass die Pest die Lohnkosten für die Beschäftigung von Hilfsarbeitern stark erhöhte. Denn durch die gesunkene Bevölkerung war menschliche Arbeitskraft knapp und damit teuer geworden. Zahlreiche von den feudalen Gewalten erlassene Gesetze über Höchstlöhne zur Begrenzung der Lohnentwicklung waren nur mäßig erfolgreich. Während die Pest also zu einem starken Anstieg des Lebensstandards der Käufer von Agrarprodukten führte, bedeutete sie gleichzeitig einen Einbruch der Einnahmen der Verkäufer von Agrarprodukten. Für die Bauern war das zwar unerfreulich, aber auch nicht so dramatisch. Nach wie vor produzierten die meisten Bauernfamilien einen großen Teil der benötigten Güter selbst und ernähren konnte sie sich sowieso aus ihrer eigenen Produktion, zumal seitdem die Pest dazu geführt hatte, dass eine Menge frei gewordenen Ackerlandes günstig verfügbar wurde. Die Bauern waren nicht zwingend darauf angewiesen, möglichst viel gemünztes Geld zu verdienen. Anders sah das aber bei den feudalen Herren aus, die sich, wie schon skizziert, im Laufe des Hochmittelalters immer mehr zu reinen Rentenbeziehern entwickelt hatten, die in ihren Burgen und Stadtresidenzen die Abgaben ihrer bäuerlichen Pächter verprassten. Je weniger ihre Bauern nach der Pest noch am Leben waren und je weniger Münzgeld sie mit dem Verkauf ihrer Ernteüberschüsse noch erzielen konnten, desto spärlicher floss auch der Strom von Silbermünzen von den Dörfern in die Kasse der Herren. In regionalgeschichtlichen Studien konnte gezeigt werden, dass die Renteneinnahmen der Feudalherren in vielen Regionen Europas im 14. und frühen 15. Jahrhundert um zwei Drittel und mehr sanken. Zunächst versuchte man es mit Tricks wie einer ständigen Verschlechterung der Münzen, das heißt einer Senkung des Edelmetallgehalts, um aus einer bestimmten Menge Silber mehr Münzen prägen zu können. Schnell zeigte sich aber, dass die dadurch in Gang gesetzte Inflation alles nur noch verschlimmerte. Um den Lebensstandard, an den sie sich im Laufe des Hochmittelalters gewöhnt hatten, einigermaßen halten zu können, mussten sie die Ausbeutung ihrer noch verbliebenen Bauern intensivieren. Und um die widerstrebenden Bauern, die sich an günstigere und freiere Lebensverhältnisse gewöhnt hatten, dazu zwingen zu können, sich diesen gesteigerten Forderungen zu beugen, mussten die Herren danach streben, wieder eine direktere Herrschaft über das Dorf auszuüben. Ab dem mittleren 14. Jahrhundert versuchen die Feudalherren überall, die Autonomie der Dorfgemeinschaft einzuschränken, die Abgabenlast zu erhöhen, die Frondienste wieder einzuführen oder noch bestehende Frondienste auszudehnen. Mancherorts, wie in Ostdeutschland und Österreich, haben sie damit durchschlagenden Erfolg und beginnt eine Ära der zweiten Leibeigenschaft. In Ostdeutschland kommt es im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit zu einer so vollständigen Unterwerfung der Bauern unter die Aristokratie, dass die alte Fronhofverfassung quasi wiederhergestellt wird, mit allmächtigen, despotischen örtlichen Feudalherren und rechtlosen leibeigenen Bauern. Hier liegt die Wurzel des preußischen Junkertums, das sich als soziale Institution erst ab dem 19. Jahrhundert wieder aufzulösen beginnt.
In Westeuropa kommen die Feudalherren nicht so weit und schlägt ihnen viel massiverer bäuerlicher Widerstand entgegen. Die Wut der Bauern über die neuen Zumutungen der Aristokratie entlädt sich in riesigen Bauernaufständen, in denen hunderttausende Bauern für die Verteidigung ihrer Freiheit die Waffen ergreifen. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in den französischen und englischen Bauernkriegen, im 15. Jahrhundert in kleinem Maße überall in Mitteleuropa und besonders in Böhmen, wo die Hussitenbewegung religiöse Reformation und bäuerlichen Widerstand vereint. Und schließlich als letzter und gewaltigster aller Bauernaufstände der große deutsche Bauernkrieg im frühen 16. Jahrhundert, schon an der Schwelle zur Neuzeit. Alle diese Bauernaufstände werden zwar letztlich militärisch niedergeworfen, aber die Stärke des bäuerlichen Widerstandes in Westeuropa bremst die Entwicklung der adligen Machtausdehnung doch ab. Im Allgemeinen kann eine Rückkehr zur vollen Leibeigenschaft hier verhindert werden. Aber die Geschichte des bäuerlichen Widerstandes und der Bauernkriege im Spätmittelalter ist ein anderes Thema. Eines für eine eigene, ausführlichere Episode. Zum Abschluss der heutigen Episode würde ich noch einige Lektüreempfehlungen geben für alle, die sich mit dem Thema näher beschäftigen wollen. Das erste Buch, das ich euch empfehle, wäre Werner Rösenass Bauern im Mittelalter, das meine Hauptquelle für diesen Beitrag war, das alle hier behandelten Aspekte ausführlicher darstellt und auch Aspekte schildert, die ich nur gestreift oder auch gar nicht behandelt habe. So, wer sich mehr beschäftigen will mit dem Alltag, der Wirtschaftsweise, den rechtlichen Verhältnissen der Bauern im Mittelalter, Werner Rösenass Bauern im Mittelalter ist ein fantastisches Buch dazu. Als Ergänzung würde ich noch drei weitere Bücher empfehlen, die entweder zeitlich eine etwas andere Periode oder andere Aspekte des bäuerlichen Lebens behandeln. Das Buch von Werner Rösener konzentriert sich in erster Linie auf die Verhältnisse im Hochmittelalter, also vom 11. bis 14. Jahrhundert. Wer mehr darüber erfahren will, wie die bäuerliche Wirtschaft im Frühmittelalter in karolingischer und ottonischer Zeit ausgesehen hat, dem würde ich zwei Bücher empfehlen von französischen Historikern. Einmal das großartige Buch »Die Welt der Karolinger« von Pierre Richer, das nicht nur bäuerliches Leben, sondern die gesamte karolingische Gesellschaft im Europa des 8. und 9. Jahrhunderts auf eine sehr anschauliche und sehr detaillierte Weise schildert, von kulturellen Aspekten über ökonomische Aspekte bis zu Politik, Kriegführung und Geistesleben. Das zweite Buch ist Georges Duby's Krieger und Bauern, das etwas später nach Richer ansetzt und die Zeit der klassischen Fronhofswirtschaft vom 9. bis 11. Jahrhundert behandelt und schön zeigt, wie durch die Auflösung der fränkischen Reichsgewalt in dieser Zeit die Fronhofswirtschaft, der vollentwickelte Feudalismus entsteht. Schließlich als Abschluss, weil alle diese Autoren die Rolle der Frauen im Mittelalter sehr stiefmütterlich behandeln, nur am Rande streifen, würde ich als Ergänzung stark empfehlen Shulamit Shahars großartiges Buch »Die Frau im Mittelalter«, das nicht nur das Leben bäuerlicher Frauen, sondern aller gesellschaftlichen Stände vom 9., 10. Jahrhundert bis ins Spätmittelalter sehr anschaulich schildert. Shulamit Shahar, »Die Frau im Mittelalter«, sehr empfehlenswerte Ergänzung, wenn man sich nicht nur für die Geschichte der männlichen Familienoberhäupter, sondern auch der Frauen im Mittelalter interessiert. Damit schließe ich für heute. Die Episode ist zu Ende und es wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch einen weiteren historischen Beitrag geben zur Situation der bäuerlichen Bevölkerung im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit.